Ja, ich habe mich intensiv mit Trauer beschäftigt, aufgrund eines eigenen schweren Verlustes, konkret nach dem Tod meines Sohnes. Ich war ja vorher lange Psychologe, Psychotherapeut, 15 Jahre lang eine psychologische Beratungsstelle geleitet, habe dort im Rahmen viel Trauerarbeit und Trauerberatung gemacht und habe dann in meinem eigenen tiefen Schmerz, in meiner eigenen Trauer eben gemerkt, dass die bisherigen Traueransätze zu einseitig auf dieses sogenannte Loslassen fokussieren. Habe dann bei mir eben selber gemerkt und habe sehr viele Trauerbücher gelesen, dass in allen Trauerbüchern, sowohl in den Ratgebern als auch in den wenigen professionellen Trauerbüchern, dieses Loslassen überall als geheime Überschrift steht. Und von daher habe ich mich eben nochmal umgeschaut, eben als gelernter Psychologe, Psychotherapeut, welche theoretischen Modelle es gibt, um dieses einseitige Loslassen, Abschied nehmen zu überwinden. Und da stößt man natürlich einmal auf das Systemische mit der Grundidee, dass wir nicht kommunizieren können, auch nicht mit dem Verstorbenen. Wir müssen eine Haltung zu ihm finden. Da kann das Loslassen eine Haltung sein, aber es kann eben auch eine innere Beziehung sein. Und natürlich das Hypnotherapeutische, die Idee eben, dass wir mit inneren Bildern den Verlust verarbeiten, zum Beispiel über Erinnerungsbilder und ähnliches. Und dann kannte ich natürlich Gunter Schmidt, der diese beiden Ansätze eben verbunden hat, hypnosystemisch. Und das hat mir einfach sehr eingeleuchtet, die Trauer, Trauerprozess, den Verlust hypnosystemisch anzuschauen. Dann habe ich zunächst mal Trauerbücher geschrieben für Betroffene. Und diese Trauerbücher haben einen ungeheuren Treffer gelandet. Ich wusste das nicht, ich wollte das auch nicht im Grunde. Also mein erstes Trauerbuch ist jetzt in der 10. Auflage erschienen. Und habe dann eben begonnen, die Hintergründe, die ich da schon im Kopf hatte, eben zu formulieren für verschiedene Workshops. Und die verschiedenen Workshops, die fließen jetzt ein in dieses hypnosystemische Trauerbuch. Das heißt, ich habe nochmal die Theorie mir genauer angeschaut, habe nach Amerika geschaut. In Amerika ist diese Idee, die ich eigenständig hier in Deutschland entwickelt habe, schon länger in der Diskussion unter dem Stichwort Continuing Bonds, also weitergehende innere Bindungen. Da gibt es ein wichtiges Buch von Dennis Glass 1996 zu diesem Thema. Und dort werden empirisch Trauernde untersucht, ganz unterschiedlicher Konstellation. Und überall wird eben festgestellt, dass eine innere Beziehung, eine innere Repräsentation des Verstorbenen beibehalten wird und weitergeht. Die innere Beziehung verändert sich, aber es bleibt so etwas wie eine innere Beziehung, einfach weil der Trauernde in dieser tiefen Loyalität angesichts des Todes diesen geliebten Menschen nicht einfach aus dem Gedächtnis streichen kann. Und dann gab es in Deutschland eben auch eine Veröffentlichung von der Anja Bettnarz, die ganz Ähnliches gesagt hat, beschrieben hat, auch eine kleine empirische Untersuchung dazu gemacht hat, bei der sie eben auch festgestellt hat, dass für viele eben der Verstorbene ein bedeutender anderer bleibt. Und dann habe ich daraus eben, wie gesagt, Imagination entwickelt, konkrete Arbeitsschritte entwickle, alles entsprechend den Ideen von Gunter Schmidt. Und so ist das Buch jetzt entstanden als ein Grundlagenbuch, ein neues Grundlagenbuch eben zum Thema Trauern mit diesem anderen veränderten Ansatz. Es ist gedacht zunächst mal einfach als Grundinformation zum Thema Trauern, als Grundpraxisbuch für akute Trauerbegleitung.